Franzi, heute ist Tag X. Tag X, ey. Ich denke, heute ist es soweit. Heute werden wir die Solarpanels oben auf dem Dach festmachen. Mhm. Was mich so ein bisschen verwundert, Solarpanels werden tatsächlich festgeklebt. Ja. Auf dem Dach geklebt. Ja, das hört sich so unsicher an, ne? Ja. So. So, jetzt müssen wir diese zwei Module hier verbinden durch diese Kabel. Ein neuer Morgen, ein neuer Umbautag. Bevor wir mit der Isolierung weitermachen konnten, mussten erst einmal die Solarpanels auf dem Dach angebracht werden, damit wir die Kabel von den Paneelen dann an der richtigen Stelle verlegen konnten. Zunächst wollte Toni probeweise alles zusammenstecken, um zu gucken, ob wirklich auch alles funktioniert. Im nächsten Schritt haben wir die Träger leicht angeschliffen und mit dem Activator vorbehandelt. Es lief alles so gut, mehr oder weniger heute. Und jetzt wissen wir nicht, ob wir die Scheiße einfach nur dran kleben sollen oder ob wir es zusätzlich noch schrauben oder nur schrauben. Also empfohlen wird ja, Solarpanels nur zu kleben. Aber irgendwie funktioniert das bei uns nicht. Unser Setup ist irgendwie listig, weil unser Dach rund ist, einigermaßen. Oder mehr oder weniger. Und jetzt müssen wir hier wieder Community fragen, was da los ist. Einfach durchschrauben. Ich weiß, wir wollen eigentlich nicht so viele Löcher im Dach. Ja, ich will mal gar keine Löcher im Dach, weil das ist halt, wenn es einmal undicht ist, dann musst du halt... Ja, aber ich meine, zur Not, wir können doch jetzt gucken, wie das hält mit dem Kleber. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann müssen wir halt da vier Schrauben pro Panel reinjagen. Ne? An den Seiten halt. Ich weiß nicht. Ja, oder man macht es doch, wie der Typ meinte, mit dieser Aluwinkel oder so. Ein bisschen Primer hier drauf, richtig fusselig. Ich weiß nicht, ich hoffe, das hält dann. Da steht fusselfreies Tuch, aber irgendwie entstehen hier gerade voll die Fussel durch diesen Primer. Ja. Sika 252. Gute Haftungseigenschaften und Vibrationsdämmung. Wir brauchen außergewöhnlich gute Haftungseigenschaften für unser Vorhaben. Ich hoffe, Sika wird unserem Anspruch gerecht. Den Klebstoff in dicken Raupen auf die gesamte vorbehandelte Auflagefläche der Modulbefestigung auftragen. Dann Modulbefestigung mit befestigtem Modul auf die gereinigte Dachfläche aufsetzen und andrücken. Also wenn das nicht fett ist, weiß ich auch nicht. Sieht aus wie Marshmallow. So, wenn du bereit bist, kannst du aufsetzen. Ja, du musst ein bisschen nachgeben. Ein bisschen weiter nach oben. Zu mir. Okay. Sitzt du auf? Da muss man 10 Minuten andrücken, ne? Newbies, ey. Eine Tube pro Solarzelle geht nicht. Wir hauen lieber ordentlich drauf, ne? Ganz oder gar nicht, ey. So. Perfekt. Jetzt lassen wir es aushärten. Weißt du, welcher auch cool ist? Welcher? Der hier. Ich weiß, die Erfahrung. Der ist richtig cool, ey. Der ist voll lässig. Hier ist halt Wasser, ne? Was ist das? Ich habe gerade beim Reinigen festgestellt, dass hier Wasser ist. Also es hat ja die Tage so krass geregnet, ne? Aber keine Ahnung, also hier ist trocken, hier ist auch trocken, hier unter ist trocken.
Das muss irgendwie, aber von unten nach oben, hä? Also irgendwie? Nee. Aber wenn ich hier gucke, die Isolierung ist auch trocken. Oder ist es so runtergerutscht, weil das Auto hängt ja noch, also leicht nach vorne wegen dem Motor hier. Vielleicht ist es irgendwie von, aber hier ist auch, nee, hier ist trocken, ja. Ey Mann, jetzt, hier ist auch Wasser. Ich könnte kotzen, ey. Wie kommt da Wasser rein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das jetzt zugemacht. Mit. Das wäre natürlich sehr uncool, wenn wir unterwegs sind und auf einmal... Fängt die ganze Laube wieder an zu rosten. Jo, da läuft's ordentlich. Ja, es läuft. Es kommt genau aus dem Ding. Ja, also, naja, was heißt läuft? Tropfenweise, ne? Ich denke mal, die Menge macht's. Es hat ja richtig geregnet. Es war doch voll das Unwetter. Die ganze Nacht hat's doch geregnet. Hier ist gerade durchgekommen. Ja, siehst du diesen das kleine Loch? Jetzt lass mal auf der anderen Seite auch gucken, wo es da durchkommt. Ja, jetzt weiß ich, wo es durchkommt. Oh Mann, ey. Guck mal. Ist alles wieder aufgegangen. Achso, das sind die Stellen, ne? Wo wir zugemacht haben und aufgemacht haben und geschliffen haben und drüber lackiert haben. Ja, hier ist auch scheiße. Und da kommt es durch. Dann wird das bestimmt an anderen Stellen auch noch kommen. So, mal gucken. Hier sieht es ja auch nicht gerade rosig aus. Wir brauchen Dichtungsmasse. Ja. Einfach nur Dichtungsmasse, müssen das zudichten. Dass unser Mr. Wombat undicht war, hat uns zu diesem Zeitpunkt etwas überfordert. Eine Lösung hatten wir daher noch nicht parat. Und so haben wir erstmal da weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Bei der Verlegung der Kabel für die Solarmodule. Guck mal, was wir haben. 252i Sikaflex. Warum ist denn das jetzt 252i? Das andere ist nur 252. Aber bei der Beschreibung stand auch i. Ja, wir haben das andere mit... Ja, ich weiß, das macht nichts. In der Beschreibung von der Solaranlage stand ein i dahinter. Da habe ich noch gedacht, vielleicht habe ich eine falsche Klebe mitgenommen. Guck mal, was wir hier schönes haben. Ah, maybe. Guck mal, was ist das? Guck mal. Alubitumen. Alubitool. Nice. Wir hatten immer noch das Problem mit dem Leck. Und nach gründlicher Recherche im Internet gab es eigentlich nur zwei Optionen. Entweder die Siegen komplett wieder aufschleifen, reinigen, neu versiegeln und überlackieren oder die Siegen von innen und außen provisorisch mit Dichtungsmasse versiegeln. Aufgrund des Arbeitsaufwandes haben wir uns schließlich für die zweite Variante entschieden. Was sagst du? Es ist voll hell, sage ich. Obwohl die Sonne gerade nicht scheint. Das ist der Frühling. Ich habe das Gefühl, ich renne die ganze Zeit so rum, ey. Voll so angespannte Falten. Ich auch. Was steht heute auf der Agenda? Wir wollen da, wo wir dieses, wie heißt das, P-Tech? P-Tech? Diese Karosserie. Kleb und Dichtmasse. Kleb und Dichtmasse, genau. Den haben wir genommen. Ob das jetzt so gut ist oder nicht, aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Wir haben es genommen, um die Rillen, die Übergänge hier an den Seiten, da wo zwei Platten aufeinandertreffen, ne, da sind immer so Übergänge.
da haben wir das. Von der Karosserie, ne? Genau, von der Karosserie. Da haben wir das rüber gemacht und ja, so dick wie es ging, fühlt sich auf jeden Fall stabil an. Und die zwei Löcher, einmal da vorne und auf der Seite da hinten, da haben wir ordentlich was drauf geschmiert. Und jetzt wollten wir da nochmal Bitumen drauf machen, oder? Ja. Ist doppelt hält besser. Ich weiß jetzt nicht, ob das da so... Da haben wir jetzt noch Bitumen-Unterbodenschutz drauf. Ob das so sinnvoll ist, keine Ahnung. Wir machen es jetzt einfach. Und dann sollte das zu sein, hoffe ich mal. Von innen. Von außen, ja, werden wir uns nochmal was anderes einfallen lassen. Das machen wir dann die Tage, wenn das Zeug kommt. Genau. Aber nochmal komplett schleifen und so weiter werden wir nicht machen. Nee, keinen Bock mehr. Dafür haben wir jetzt keine Motivation mehr. Also das würde wahrscheinlich nochmal einen Monat dauern oder keine Ahnung. Je nachdem, wie wir es Roter Mund.